Ist natürlich Schmieden angesagt, sowohl im Hammergebäude mit dem bewährten Team als auch an der Feldesse mit Reinhold Krähenbrink, der unser Kinderschmied in erster Linie ist. Ja, ein bisschen zu essen und zu trinken und damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, haben wir natürlich auch. Und wir haben in diesem Jahr erstmalig einen Plattkaller-Stammtisch eingerichtet. Weil wir beobachtet haben, dass hier unten am Hammer die Gäste, die kommen, doch zum Teil auch noch ein wenig Remscheider Platt sprechen. Und wir sind ja nun 270 Jahre alt mit dieser Hammeranlage. Und zu der Zeit, als hier noch kräftig gearbeitet wurde im Tal, war die, sag ich mal, die Kommunikationssprache ja Platt. In diesem Falle Remscheider Platt, wobei das ja ein weiter Begriff ist, die Lütterfuser Kallendorf, die Angerschmiede, die Lennepe, die Kronenberger und so weiter. Aber ich fasse das mal unter dem Begriff Remscheider Platt zusammen. Und dann habe ich gesagt, das verkommt ja ein wenig. Und je länger wir warten, wenn wir nichts tun, haben wir irgendwann keinerlei Zeitzeugen mehr. Und dann sind wir nur noch auf Bücher angewiesen. Und es hat hier mal einen Plattkaller-Stammtisch an einem Sonntag vor vielen Jahren gegeben. Und deshalb habe ich mir überlegt, ob man nicht das wieder versuchen kann, aufleben zu lassen. Es passt zu dem, was wir historisch hier anbieten. Und es sind durchaus noch einige, die auch gerne platt sprechen. Und ich habe gesagt, wir versuchen das erstmal in den 5 großen Veranstaltungen, die wir hier so machen. Anschmieden, Hammerfest, offenes Denkmal, Nacht der Kultur, Adventschmieden. Und wenn wir sehen, dass da was in Gang kommt, dann können wir das sicherlich auch noch ausweiten. Jeden dritten Samstag im Monat, wenn offener Hammer ist, könnte man das durchaus auch machen. Wir wissen, dass das sicherlich eine schwierige Aufgabe ist, aber bis man Menschen wieder an etwas herangeführt hat, weiß man ja, braucht man eine gewisse Zeit. Das ist wie bei Kindern mit einem Schulweg. Das muss man immer wieder anbieten und deshalb dürfen wir auch nicht zu ungeduldig sein. Aber ich denke, und meine Vorstandskollegen sehen das genauso, der Versuch, Der Versuch ist es wert. Der ist es auf jeden Fall wert, dass wir es machen. Und wenn es nicht funktionieren sollte, sind wir um eine Erfahrung reicher. Aber wir brauchen uns nicht den Vorwurf zu machen, wir hätten nichts getan. Sie denn von der Idee, hier so einen Plattkeller-Stammtisch einzurichten? Ich habe dem Lutz Gläuser gesagt, ich mache mit, spontan, weil ich unheimlich viel Material habe dafür. Ich habe das gesammelt. Und Sie wissen ja auch, dass ich so ein bisschen plattkallen kann oder lesen kann, vorher ein bisschen schreiben kann. Aber ob es sich durchsetzt, liegt an der nächsten Generation. Und da bin ich eher skeptisch, wirklich skeptisch. Also ich will die Sache nicht trüben, ich will gerne mitmachen. Aber ob sie sich durchsetzen wird und ob viele daran teilnehmen werden, bezweifle ich im Moment noch. Vielleicht täusche ich mich. Stehen Sie Remscheider Platt? Ein wenig. Ja, durch meinen Vater und durch meinen Opa, klar, ein bisschen verstehe ich. Sprechen ist bei mir relativ schwierig. Ja, so geht es mir auch. Aber verstehen tue ich. Mit dem Plattkahn, da musst du alleine machen, da bin ich der falsche Partner. Wer sagt denn, dass das Mann, das Dorfvermaß. Das stimmt, aber ich durfte zu Hause nicht platt sprechen. Das war das Problem. Mein Sohn versteht alles, aber dadurch, dass er damals praktisch nicht gesprochen hat, spricht da nicht fließend platt, so wie der Papa. Kann er nicht, aber er versteht es auch. Er weiß schon. Mein Sohn hat mal irgendwann hätte zu mir gesagt, so ab heute kannst du nur noch platt mit mir.
Aber vor 25 Jahren. Und hat er was gebracht? Der kann genauso gut Plattwege. Ist jetzt über 50. So einer von den jungen Plattkarten. Wenn wir zum Beispiel im Kaiper Waldschor hier um Hasten jeden Mittwoch üben, du wirst platt gekallt. Ja, sicher. Ja. Das macht auch Sinn. Und jetzt, wenn wir dann das Lied singen, ich sing der Hammer Schmidt vom Steffens Hammer, das war für die meisten kein Problem, die konnten das noch. Ich muss aber einen Hut abnehmen, wir Handohren Jugoslawen, die uns im Chor, der spricht das Ast rein. Der singt das platt genau mit. Ihr seht, ich muss es nur lesen, dann kann ich da doch vielleicht eine Passage daraus. Ich sind der Hammerschmied vom Steffens Hammer und welle Stohl und Isal abdrehen. Mein Hammer schlägt dann also fast zusammen. Kein bessere Tatze leben wie auch drehen. So heißt das. Durchhalten, weiter, komm, und stopp. Ausgehen.